Ja, sage ich auch erstmal Hallo. Und warum ich jetzt mit diesem Thema da bin, das ist vielleicht das Einzige, was ich erstmal über mich erzählen mag. Ansonsten finde ich Personendaten erstmal nicht so wirklich spannend. Also ich bin jetzt seit ungefähr 40 Jahren Vollzeitaktivist, also mache eigentlich nichts anderes als politischen Widerstand, organisiere mich inzwischen in der Hauptzeit ohne Geld, weil ich in allen möglichen Teilen politischer Bewegung schon aktiv gewesen und habe eine extreme Distanz zu der Rolle, die Geld darin spielt. Also die deutsche politische Bewegung ist immer eine Reichenbewegung gewesen, da geht es um unglaublich viel Geld. Ich habe das teilweise mitgemacht, ich habe angefangen in den Jugendumweltverbänden, das ist jetzt eine typische Westgeschichte, bis die 1990 zu großen Teilen von den Umweltverbänden zwangsaufgelöst wurden, weil die Jugendlichen zu radikal wurden und man Angst um sein Fördermittel und dies und jenes hatten. Da saßen auch lauter Parteileute in den Vorständen, dann entwickelte sich diese unabhängige Jugendumweltbewegung, die ja dann auf Verbandsformen verzichtete und ungefähr 50 diese Projekte und Umweltwerkstätten gründete. Das war eine sehr geile Zeit. Dummerweise ließen sich die Mehrzahl dieser wieder durch Geld und Fördermittel einfangen und sind heute teilweise das, was wir unter ganz neuen, modernen NGOs kennen. Ich war immer mal wieder irgendwo auch dabei und versuchen, diese Verbände doch noch mal wieder zu radikaleren Positionen zu kriegen. Ich war mal ein Weilchen Bundesvorsitzender vom Bundesverband Bürgerinitiative und Umweltschutz und andere Sachen. Es war ein hoffnungsloses Versuch, es war vollkommen aussichtslos, gegen diese Gier nach Geld irgendwas ausrichten. Und aus dieser ganzen Erfahrung heraus schöpfe ich das jetzt halt und auch meine Kritik daran, dass dieser Kapitalismus in der Lage ist, alles inklusive den Sektor Antikapitalismus zu rein kapitalistischen Projekten zu machen. Also alles formt sich in kürzester Zeit dazu, dass es nur noch um Geld geht. Und das will ich auch an so ein paar Beispielen machen. Und die doppelte Käuflichkeit der Umweltbewegung deshalb, das jetzt so mal so als Vorwegnahme, was meine beiden Teile sein würden. Die Umweltbewegung ist deshalb doppelt käuflich, weil sie erstens ihre internen Strukturen überwiegend inzwischen konzernhaft organisiert. Das heißt, sie denken genauso wie ein Karstadt-Manager oder Managerin, aber in den höheren Chefetagen kann man meistens das Innen auch weglassen, nur nach den Kriterien, wie kriegen wir irgendwie mehr Geld ran. Das ist bei Umweltverbänden dann natürlich vor allen Dingen staatliche Förderung und Spenden. Das sind die einzigen relevanten Kriterien, wenn die überlegen, eine Kampagne zu machen, dann nicht, weil sie die Welt retten wollen, sondern weil sie denken, dass da Leute für spenden. Und das Zweite ist, die zweite Käuflichkeit, dass die inhaltlichen Positionen sich enorm gewandelt haben. Da würde ich tatsächlich auch mal so einen kleinen Blick in die Geschichte machen, das war nicht früher anders. Dass heute extrem auf marktwirtschaftliche Konzepte gesetzt wird, also dass sie nicht nur Geld machen wollen, sondern auch glauben, dass mit Geld und mit kapitalistischen Ideen am besten sich die Umwelt schützen lässt. Auch das werde ich an Beispielen deutlich machen. Und wie ihr ahnt, beziehe ich in beiden Punkten eine andere Position als die aktuelle Mainstream der Umweltbewegung. Also ich würde mit diesem ersten, dieses Binnenwandels, also so der eigenen Strukturen hin von irgendwelchen schwerfälligen Verbänden, also anfangs muss man sich die Umweltverbandszene so vorstellen, also wenn ich mal jetzt erstmal nur die Zeit nach 1945 berücksichtige, wenn man davor guckt, dann müsste man natürlich die verschiedensten Wandel, die freiwillig oder erzwungenermaßen da noch stattgefunden haben, sich auch noch angucken. Da waren diese Umweltverbände zunächst einmal natürlich unbedeutend, nach 1945 hatte man erstmal was anderes zu tun, aber gut, der Deutsche Bund für Vogelschutz und heute der Naturschutzbund musste sich auch nicht neu gründen, er war ja bis 1976 ganz stolz darauf, die gleichgeschaltete Organisation der Nazis gewesen zu sein. Das waren einfach große Mitgliedsverbände mit Ortsgruppen, extrem starken Hierarchien, also quasi so Tanker auf dem Ozean, die waren sowieso nicht wendig, die machten so ihr Ding. Das wandelte sich dann so in den 80er Jahren, begannen Modernisierungskonzepte so von dem Verbandsmanagement her. Und es gab neue Verbände, das ist halt einfach das Zeitalter, wo diese Umweltdebatte aufkam. Und da gründeten sich teilweise auch neue, die von vornherein moderner waren. Und das Vorbild für alles war immer Greenpeace. Und die sind ja ein Verband, der 40 Mitglieder hat. Das ist nicht die allermodernste Variante, komme ich gleich noch, die modernste Variante ist Compact. Die haben dann gar keine mehr, die bestehen dann nur noch aus Hauptamtlichen. Die sind also tatsächlich 1:1 wie eine Firma organisiert. Greenpeace hat noch so ein kleines Relikt aus den alten Zeiten und hat noch 40 Mitglieder. Gegenüber der hauptamtlichen Zahl eine unbedeutende Zahl und das auch der Einfluss der Ehrenamtlichen ist marginal bei Greenpeace. Und Greenpeace ist dann die erste Organisation gewesen, die diese reine Kampagnenorientierung gemacht hat. Und das war ganz witzig, weil in der Phase, als ich der Bundesvorsitzende vom Bundesverband Bürgerinitiative und Umweltschutz war, hatte ich da viele Gespräche geführt, denn Greenpeace ist da Mitglied. Also das war quasi der Dachverband derer, wo auch Greenpeace drin war. Und da hatte ich schöne Gespräche auch so in diesen Chefetagen und die haben das relativ offen so geplaudert, wie die das so machen. Also wenn Greenpeace zum Beispiel in den alten Zeiten damals
kennt ihr vielleicht alles gar nicht mehr, sowas wie Postkartenaktionen. Ultra alte Sachen, also so Papier und so etwas, nicht? Also das sind ja so diese Dinge aus dem Gefühl vorletzten Leben. Da gab es sowas wie Postkartenaktionen. Das ist so, wäre jetzt übertragen, diese E-Mail-Klickerei. Früher kriegte man dann so Werbebriefe oder irgendwo lag das auf und dann füllst du so Postkarten aus, musstest sie schicken und dann haben die mir erzählt, die machen das dann richtig so als Studien, wie locken wir den Leuten Geld aus der Tasche. Und diese platten Rundbriefe von irgendwelchen NGOs, die keine guten Manager in ihren Apparaten haben, die sehen ja immer so aus, dass sie vielleicht auch schon gedacht haben, wir sind voll pleite, spendet uns Geld, das funktioniert nicht. Sondern du musst die Leute erstmal zu einer Handlung bringen, also dass sie politisch etwas tun, dass sie glauben, am Weltgeschehen teilzuhaben. Dann erzählst du ihnen, wie erfolgreich die Aktion war. Und dann sagst du ihnen, gebt uns Geld, damit wir weiter so erfolgreiche Aktionen machen können. Das heißt also, die Postkarte wird im Zweifelsfall überhaupt nie irgendwo hingeschickt. Das ist heute bei diesen E-Mail-Aktionen gang und gäbe und auch bei großen Unterschriftenaktionen, es hat etliche riesige Unterschriftenaktionen, wo Millionen von Unterschriften gegeben haben. Wunderbares Beispiel war mal im Zeitalter Gentechnik-Widerstände AWAS. Das ist also eine hochkorrupte Organisation, gegründet aus der Großindustrie-Ecke selber, die Leute halt alle möglichen Adressen sammelt. Und die haben irgendwann mal in der Hochphase der Debatte um die Agrogentechnik hier in Deutschland, das ist ja vor ungefähr 10 Jahren gewesen, ist dann irgendwelche unverschämten kreativen militanten Ökos, die Felder alle kurz und klein gehauen haben und die Industrie keine Lust mehr hatte. Und in dieser Hochphase der Debatte haben die eine Unterschriftensammlung gemacht und behauptet, wenn man 1 Million Unterschriften zusammenkriegt, gäbe das eine Bürgerpetition an die Europäische Union. Also wie so ein Bürgerinnenentscheid haben die das aufgemacht und dann haben da alle möglichen unterschrieben. Und ich habe immer gedacht, was werden die tun, wenn sie die 1 Million zusammen haben? Weil diese Bürgerpetition, die sie da behauptet haben, die gab es überhaupt nicht. Es war eine reine Erfindung. Also inzwischen gibt es die, aber damals gab es die nicht. So, und das interessiert ja die Leute nicht, die unterschreiben, das ist ja ein gutes Geschäft, nicht? Aber es hat die Unterschrift und kriegt immer Spenden, die anderen haben ein gutes Gewissen, das ist schon eine Win-Win-Situation. Verlierer ist die Umwelt, aber wer interessiert sich wirklich dafür? Dann erreichten sie die 1 Million und jetzt wäre das ja aufgeflogen, der Schwindel. Dann schrieben sie durch eine riesige Panne und es sei außerordentlich bedauerlich, sei die leider 300.000 Unterschriften verloren gegangen und die müssen jetzt leider noch und dann haben sie noch weiter gesammelt. Also so geht das. Das ist wie Konzerne, das ist wie der Abgasskandal bei VW. Also denken die sich irgendwelche Sachen aus. Und das hat sich inzwischen tatsächlich total absurd entwickelt, dieses Modell von Greenpeace, weg von diesen schwerfälligen Mitgliedern, hin zu einem schlanken, konzernähnlichen Aufbau, haben die anderen Umweltverbände auch gemacht. Sowohl BUND und NABU, um mal die Großen zu nennen, die deutschlandweit halt agieren, hier im Osten ist natürlich immer noch die Grüne Liga, die zum Glück eigenständig geblieben ist, wo wir von der Jugendumweltbewegung damals ja nicht ganz unbeteiligt waren, weil es gab diese Gründungsversammlung, wo der BUND die Grüne Liga werben wollte und groß gestrahlt hat auf der Bühne, wie toll die sind und sollen sich doch anschließen. Und dann wir als deren Jugendverbände sind dann auf die Bühne gegangen und haben gesagt, macht auf keinen Fall damit, das sind alles korrupte Leute. Das war der Moment, wo wir aus den Verbänden rausgeflogen sind. Bei der Grünen Liga ist das auch so ein bisschen anders gewesen. Die hat eine andere Form, finde ich, der Korruption über sich ergehen lassen, sehr unkritisch. Nämlich es gab halt gerade nach der sogenannten Wende oder man kann es auch als Beerdigung der DDR ja bezeichnen. Und danach gab es diese ABM-Maßnahmen, also diese 9 Bundesländer wurden überflutet mit 130% geförderten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das heißt, wenn du ein Verein warst, konntest du die einrichten und kriegst jetzt nicht nur die Stelle 100% bezahlt, sondern auch 30% Sachkosten drauf. Da hat so manche grüne Liga-Gruppe mal locker 100 Stellen geschafft und dann ein paar Millionen als Sachkosten noch dazu gekriegt. Aber ihren ganzen Betrieb darauf umgestellt und als sie an die Zuschüsse zurückgefahren sind, ist die Kraft der grünen Liga dann auch erheblich eingebrochen auf das Niveau, wo die grüne Liga dann heute ist. Bei den Westumweltverbänden, die waren viel moderner. Ferner war ein ganz anderer Trend. Sowohl Naturschutzbund wie auch BUND haben versucht, ihre normalen Mitglieder mehr oder minder rauszuekeln und umzustellen auf Fördermitgliedschaften. Fördermitglieder zahlen mehr Geld und haben dafür kein Stimmrecht mehr. Greenpeace hat auch nur 40 stimmberechtigte Mitglieder und irgendwie 600.000, 700.000 Fördermitglieder, die also nichts anderes machen als ständig Geld sammeln. Das ist das Bild eines modernen Verbandes, mit dem Ergebnis natürlich auch, dass die Basisgruppen sich weitgehend aufgelöst haben. Es gibt noch relativ wenige gegenüber der damaligen Zeit. Es gibt auch keine hauptamtlichen Stellen mehr, die Schulungen oder Unterstützungsarbeit für aktive Basisgruppen machen. Ökonomisch völlig sinnvoll. Jede aktive Gruppe vor Ort, die eigene Aktion macht, wird einen Teil ihrer finanziellen Ressourcen für ihre eigenen Aktionen ausgeben. Wenn man nur noch darauf wartet, dass die großen Apparate in Berlin und Dresden das machen, dann wird man sein volles Geld an die Zentralen geben.
Und diese Entwicklung ist immer weitergegangen und hat dann am Ende die modernsten Varianten vorgebracht, die wir heute erleben. Meines Erachtens eben die modernste Variante ist Compact. Eine Organisation mit hervorragenden Arbeitsbedingungen. Ich nenne die immer den FC Bayern der NGO-Landschaft. Also die haben so viel Geld, dass sie die besten Campaigner von Greenpeace wegkaufen können. So wie Bayern München, das mit Borussia Dortmund oder was weiß ich macht. Also das ist so normal, wie das da alles läuft. Das ist einfach nur ein Spiegelbild der Verhältnisse in allen anderen kapitalistischen Sektoren. Also ich kenne die dummerweise alle sehr gut. Deshalb frustriert mich das besonders, denn die Führungsspitze von Compact waren früher sehr herrschaftskritische, teilweise militante Öko-Anarchisten. Compact, der modernste NGO, sitzt in einer norddeutschen Kleinstadt Pferden. Da mögen sich manche vielleicht schon überlegt haben, wie der da eigentlich hinkommt. Das weiß ich schon, weil ich in der Zeit mit denen gut befreundet war. Es gab damals diese aus den Umweltverbänden rausgeflogene Jugendumweltbewegung halt und die hatten diese Projektwerkstätten aufgebaut und einige davon hatten sich überlegt, wir sollten nicht so verteilt sein, wir sollten alle zusammen in eine Stadt ziehen und die anarchistisch unterwandern. Dann haben sie sich auf der Landkarte nach bestimmten Kriterien eine beliebige Stadt rausgesucht und das war Pferden und der Versuch, eine Stadt anarchistisch zu unterwandern, ist Compact. Also das sind genau die gleichen Leute. Ist irgendwie nicht ganz gelungen, würde ich sagen. Also ganz im Gegenteil, hat genau dieses den Modernisierungsschub schlecht hingesetzt. Jetzt sitzen die da in neu gebauten Bürotürmen und teilweise sanierten Altgebäuden, lesen die Tageszeitung und überlegen, welche Themen sind gut, um Spenden reinzukriegen. Die haben 2 Millionen Leute in ihrem Verteiler. Vielleicht sind etliche von euch auch da drin, denn bei 2 Millionen ist einfach schon die Wahrscheinlichkeit, wären wir ein ganz normales Spektrum hier, ja ziemlich hoch, dass hier mindestens mal 10 im Raum da drin sind. Da ich mal vermute, dass hier nicht mal eine durchschnittliche Szenerie hier so drin sind, sind wahrscheinlich noch ein paar mehr, die in den Verteilern von Compact sind. Und was ihr alles gar nicht mitkriegt, wenn die ein neues Thema haben oder die gucken, vielleicht ist das schön für die Spendenkasse, dann nehmen sie 4.000-5.000er-Gruppen von diesen 2, nach Zufallsprinzipien irgendwie so ausgewählt, und schicken denen eine Mail und simulieren den 5 gegenüber eine neue Kampagne, den jeweils 5.000. Und zwar wird die Kampagne in unterschiedliche Formen aufgemacht, für die unterschiedlichen 5.000er-Gruppen. Dann gucken sie, wie viel Geld kommt rein, und wenn insgesamt wenig reinkommt, findet diese Kampagne nie statt. Also die anderen, ich muss nicht rechnen, 1.980.000 kriegen nie mit, dass es eine Kampagne gegeben hat. Die jeweiligen 5er-Gruppen denken, dass diese Kampagne stattgefunden hat. Die Machart dieser Kampagne wird halt danach ausfallen, wenn es die Kampagne dann gibt, welche der 5.000er-Gruppen am meisten gezahlt hat. Wie das abgeht, wenn eine Organisation nicht mehr eigentlich eine politische ist, sondern mit den politischen Themen Geld machen will, will ich auch nochmal 2 Beispiele benennen. Das eine ist aus der Endphase des Kampfes um die Akrogentechnik. Das ist ja jetzt auch schon länger her, also das entwickelte sich ja seit 1990, gab 2 Phasen und in beiden Phasen eine für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich kreativ militante Szene im Widerstand. Also in Dresden hat es ja mindestens nach meinem Kenntnis auch einmal abgekriegt, indem hier gentechnisch veränderte Pflanzen in Form von Bäumen auf dem Stadtgebiet in Pillnitz irgendwann mal komplett niedergemäht wurden. Und diese Feldbefreiung, das gab eine ganz abenteuerliche Auseinandersetzung und das alleine ist es schon wert, sich da, das werde ich aber natürlich jetzt nicht machen, wer Thema verfehlt, ist aber unterhaltsam, wie das immer dicker bewacht wurde. Und wie diese unbekannt gebliebenen Leute mit immer anspruchsvolleren Aktionen alles geknackt haben, was so ging, bis dann 2012 das allerletzte Genversuchsfeld in Sachsen-Anhalt noch war, welches vom Landeskriminalamt angelegt wurde als Falle, um diese Leute endlich mal zu fangen, weil die so verzweifelt waren, weil die einfach alles geknackt haben. Da fallen dann ganze Handynetze aus, alle Sicherungsstrukturen funktionieren nicht mehr und keiner weiß bis heute, wie das eigentlich gelungen ist. Und der Höhepunkt war dann eben 2012, als diese Falle aufgebaut wurde und die tatsächlich angegriffen wurde, auch dieses Feld zerstört, wo noch alle Fallen nicht funktioniert haben. Also das ist schon eine sehr ungewöhnliche Dimension von politischem Widerstand. Wir haben sehr genaue Kenntnisse über diese Abläufe und auch wie diese Angriffe und so stattgefunden haben. Das klingt nach Täterwissen. Vielleicht habe ich das auch, das werde ich euch nicht erzählen. Aber ich habe tatsächlich einen vollständigen Akteneinblick, weil die dahinter beschlossen haben, nach diesen Überfällen, sie müssen mal Leute überwachen, von denen sie vermuten, dass die in der Lage sein könnten, so etwas zu machen. Da sind sie auf mich verfallen und nämlich die ganze Zeit überwacht worden. Mit dem Ergebnis, dass ich wohl doch nicht war. Also entweder war ich es nicht oder bin guter Schauspieler, auch das verrate ich jetzt hier nicht. Aber der Vorteil von so etwas ist, man sollte sich über sowas nicht nur ärgern,
Du bekommst dann hinterher eine komplette Akteneinsicht in die gesamten Ermittlungsvorgänge. Das heißt, ich konnte dann nachlesen, wie die Wachschützer, die da eingesperrt wurden und was alles passiert ist, technisch und sowas, das konnte ich alles minutiös dann in der Akte lesen, sodass wir einen genauen Kenntnisstand haben. So, und jetzt war die Gentechnik besiegt. Aus dieser Akte erfuhren wir auch, dass schon 2011 die Konzerne gesagt haben, das geht einfach nicht mehr so, das kann man nicht mehr machen, das rechnet sich nicht mehr, und haben alle ihre Gentechnikabteilungen aus Deutschland verlegt. Es gibt seitdem keinerlei Freisetzungen mehr in Deutschland. Hier sind natürlich noch deutsche Firmen beteiligt, wie hier alle wahrscheinlich im Moment wissen. Ist auch meine Prognose, dass der Monsanto-Hass in Deutschland immer verfehlt war, wenn dann kauft ein Deutscher Monsanto und nicht umgekehrt, sich dann irgendwann bewahrheitet hat. Jedenfalls ist es so gewesen, dass die sich ja dann zurückgezogen haben. Und jetzt passiert etwas Phänomenales. Jetzt sitzen da Hauptamtliche beim BND und bei allen rum, die davon leben, dass die Leute Angst vor der Gentechnik haben und ganz viel Geld spenden. Und jetzt besiegen irgendwelche unbekannten Leute diese Gentechnik. Das ist ökonomisch eine Katastrophe für die Umweltverbände. Also 2011, das war das Jahr, wo sich die hauptamtlichen Zahlen teilweise verdoppelt haben in den NGOs. Denn nach dem realen Tsunami und der Zerstörung des Atomkraftwerks von Fukushima gab es erstmal einen Spenden-Tsunami. Die NGOs überrollte und die ein unwahrscheinliches Geld eingenommen haben von verängstigten Bürgerinnen und Bürgern mit dicken Kontostand. Und so war es mit der Gentechnik auch. Die haben gespendet wie sonst was und jetzt war die Gentechnik plötzlich nicht mehr da. Und was haben die gemacht, die Umweltverbände? Fake News über gentechnische Zulassungsverfahren. Also das fand ich schon beeindruckend. Um noch so ein, zwei Jahre da so lang zu hangeln, verbreiten die Fake News über Zulassungsverfahren von neuen Pflanzen. Und da sitzt man so da und staunt. Und dann regt man sich über die VW auf. Was ja durchaus richtig ist, aber das ist nicht VW, das ist Kapitalismus. Ja, die haben das durch die Bank weg alle gemacht, weil diese Fake News sehr gezogen haben und dann alle darauf eingestiegen sind. Aber ich würde nicht behaupten, dass auch alle diese Fake News erfunden haben. Falls die Leute drin waren in dem Thema, kann ich auch ein Beispiel nennen. Es gab irgendwann mal, ich glaube, das war 2013, Frühjahr, den Pioneer Mais 1507 Zulassungsverfahren in der EU, was da tatsächlich rumeierte. Und die Aussage der NGOs, wenn Deutschland sich enthält, ist er zugelassen. Dann gibt es wieder so einen Spenden-Tsunami. Deutschland hat sich enthalten. Und wo ist er? Die Aussage war einfach falsch. Und das passiert ständig so, ne, solche Sachen. Inzwischen haben sich die Gentechnik-Referentinnen und Referenten gerettet mit einem neuen Thema. Das ist jetzt noch aktuell drin. Vielleicht haben doch schon einige von euch unterschrieben und fühlen sich auch gut dabei. Dann tut es mir jetzt leid, dass ich also ein paar Wermutstropfen da jetzt gerade mal reingieße. Also es ist jetzt auch nicht verkehrt, da unterschrieben zu haben. Das ist die Glyphosat-Kampagne. Das ist also das Nachfolgemodell der Gentechnikkritik gewesen und alle haben Angst vor Glyphosat. Nun ist Glyphosat ein Gift, das werden einige schon mitbekommen haben, und dabei handelt es sich auch nicht um eine Fake News. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Gift ist, dass es giftig ist. Das soll sogar so sein. Also das wird zwar immer wieder betont, das sei giftig und schädlich für Pflanzen und Tiere, aber das ist auch nicht übermäßig überraschend, weil das ist der Zweck des Ganzen. Weswegen ich auch gegen Herbizide in der Landwirtschaft bin. Nun machen die aber keine Kampagne gegen Herbizide. Das hätte ja noch was. Sondern sie machen eine Kampagne gegen Glyphosat. Glyphosat hat eigentlich gar keine Befürworter mehr außer den Deutschen Bauernverband, weil es im Moment extrem billig ist. Wer stellt Glyphosat her? Noch war die richtige Antwort nicht dabei. Glyphosat ist ein Totalherbizid, dessen Patent seit vielen Jahren ausgelaufen ist. Es wird in China hergestellt und ist deshalb so billig und deshalb spritzen es im Moment alle. Und die großen Firmen möchten natürlich, dass es verboten wird. Damit sie ihre anderen Spritzmittel, die möglicherweise weniger schlimm sind oder schlimmer sind, darüber redet ja gar keiner, verkaufen können. Insofern sitzen die Umweltverbände, die eine Anti-Glyphosat-Kampagne machen, lustigerweise in einem Boot mit, bis vor kurzem Monsanto, jetzt der schlimmste Konzern, der alle anderen unterworfen hat, ist plötzlich weg. Was macht denn da die Verschwörungstheoretiker eigentlich jetzt den ganzen Tag? Aber um deren Kopf muss ich mich nicht sorgen. Bayer, BASF, die hoffen eben auf den Tag und drücken uns die Daumen, dass wir gewinnen. Aber mit der Simplifizierung, das kommt von Monsanto. Also das sind populistische Zuspitzungen. Es gibt viele, viele Beispiele, vielleicht auch noch ein Greenpeace. Ne? Eine der ersten Nummern dieser Art war eine Kampagne gegen eine Ölplattform, die mal versenkt werden sollte. Die hieß Brent Spar. Und das ist schon so ein Weilchen hier, dass mehrere von euch in einem Alter sind, dass ihr sie nur noch aus Erzählungen, diese Kampagne, so richtig bewusst kennen könntet. Aber das war schon ein Mega-Threat in der Gesellschaft. Also als die Brent Spar versenkt werden sollte, weil es ja ständig Ölplattformen sind, das kann man ja auch machen, so eine Fokussierung. Dann nimmt sich Greenpeace da und wie sie das so machen mit ihren Schlauchbooten und entern dann diese Ölplattform, die darf nicht versenkt werden. Und so weit, so gut.
Sicherlich hat Greenpeace eine Menge Geld bekommen. Und dann gab es eine Boykottkampagne gegen Shell und die Leute sind dann zu anderen Tankstellen gefahren. Das haben auch massenweise gemacht, zum Beispiel zu Esso. Und niemand hat jemals erzählt, dass die Brent Spar zur Hälfte auch Esso gehörte. Das ist einfach zu kompliziert. Solche Kampagnen funktionieren nur, wenn sie total primitiv sind, populistisch aufgeladen. Deshalb erzählt man den Leuten permanent nicht, wie die wirklichen Verhältnisse sind, sondern vereinfacht das total. Und das tut Mensch, weil dann halt so etwas mehr funktioniert, mehr Spenden bringt, mehr Aufmerksamkeit bringt und so weiter. Und dann kaufen die Leute bei Esso und sind gut gelaunt. Ja, aber es darf nicht falsch werden. Also wenn es falsch ist, das ist das, was wir zu Recht in den Werbestrategien der sich auch als Konzerne zeigenden, also die anderen verschleiern das ja, dass die Konzerne sind. Also wenn Coca-Cola halt behauptet, jetzt sei das Getränk gesund, weil jetzt nur noch 37 statt 38 Stück Würfelzucker da drin sind, dann sagen wir das zu Recht, Mogelpackung oder ähnliches. Und diese Brand Spar Kampagne ist so eine Mogelpackung. Sie ist nicht 100% falsch, ne? Sondern ich habe ja gesagt, was falsch ist. Und gegen Glyphosat zu sein, ist auch nicht als solches falsch, aber die Zuspitzung, das ist gar nicht um weniger Herbizide, sondern Glyphosat austauschen gegen etwas anderes, da würde die Kampagne heißen, was anderes spritzen, wird ja auch niemand mehr machen. Ne? Also du musst diese Weglassung schon drin haben und das sind kommerzielle Gründe, die die antreiben. Wenn du da sitzt und hast eine hochbezahlte Stelle und die ist davon abhängig, dein Job, dass diese Kampagne funktioniert und du machst eine komplexe Kampagne und merkst, das funktioniert nicht und da liegt schon das Kündigungsschreiben, ne? Dann überlegst du dir auch, was du jetzt tust. Und dann machst du vielleicht eine Fake News und denkst dir so, hoffentlich geht demnächst wieder ein Atomkraftwerk kaputt. Oder irgend sowas. Letztendlich ist es ja okay, wenn Leute eine unterschiedliche Meinung dazu haben. Aber ich möchte mich in meiner Kampagnenplanung schon davon unterscheiden. Also ich möchte keine einfachen Mut- und Böse-Schemata. Ich finde, dass ganz viele sehr problematische politische Ideologie in dieser Gesellschaft aufgrund dieser Vereinfachung produziert. Ich habe Probleme zu sagen, dass die Vereinfachung von Pegida verkehrt sind. Aber unsere Vereinfachungen sind ja okay, weil wir wollen das Gute. Das glauben die ja auch. Und deshalb habe ich eine grundsätzliche Problematik mit diesem Trend, aus populistischen Gründen zu vereinfachen. Ich habe jetzt keine Probleme mit, wenn Menschen andere Positionen haben als ich. Ne? Ich trage hier meine kritische Einstellung vor und ich bin auch der Auffassung, dass zwei Konzerne zu nennen bei den meisten Menschen noch verarbeitbar gewesen wäre. Warum Esso nichts gesagt hat, man, das kann man sich doch vorstellen. Sie melden sich, wir waren auch dabei, boykottiert uns auch. Vielleicht hat es da eine Absprache zwischen Shell und Esso wieder gegeben, keine Ahnung. Da müsstest du die vielleicht mal fragen, das weiß ich jetzt nicht. Bundesvorsitzender des Bundesverbandes der Ölkonzerne war ich noch nicht. Nee, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich könnte viele, viele Beispiele aufzählen, die kommerzielle Gründe, um noch ein Greenpeace-Beispiel zu bringen, noch davor hatten die mal so eine Kampagne, einen Monat aufs Auto verzichten. Das war mal so eine Kampagne, die sie gestartet haben. Die haben sie sofort wieder abgebrochen, weil der Spendenknick ging nach unten. Weil gerade so in der Ökoszene ist die Mobilität sehr hoch und gegen Auto, das geht gar nicht. Die haben die dann ausgetauscht gegen diese 3-Liter-Auto. Das war ein Projekt, was die Reichen dann cool fanden. Ne? Also wenn ihr jetzt hier so Umweltverbände euch anguckt, VCD oder so etwas, die sind ja nie gegen Autos. Die Zeitung biegt hier unten im Flur aus. Gleich die zweite Seite, Toyota-Werbung. Und dann präsentieren die jedes Jahr das Auto des Jahres. Und das sind schon eher teure Autos mit Hybridantrieb oder so etwas. Da ist ja keine Kritik an dem Automobil drin, sondern man bedient einen gewissen Zweig einer besonders modernen Ausprägung der Automobilität. Und damit eckt man nirgends an. Damit kriegt man sogar als Verkehrsclub, der mal gegründet wurde, gegen die Automobilgesellschaft zu kämpfen, inzwischen ganzseitige Farbanzeigen von der Automobilindustrie. Da hilft sich dann so ein Apparat finanziell auch schon. Man könnte jetzt das Beispiel Attac nehmen, eine Organisation, die teilweise aus sozialen und nicht nur aus ökologischen Bewegungen sich speist, wo ich insgesamt den Eindruck habe, dass dort diese Kommerzialität auf mehr Widerstand stößt. Nicht auf viel, aber auf mehr. Und dort, finde ich, kann man zum Beispiel sehen, dass es sehr unterschiedlich qualifizierte Kampagnen gibt. Dass also manche Kampagnen extrem verkürzt sind, wenn das dann nur gegen Banken macht oder ähnliches gibt. Aber auch sehr differenzierte Kampagnen durchgeführt werden gegen bestimmte Formen wirtschaftlichen Arbeiten, für bestimmte Ideen anderen Wirtschaftens oder ähnliches. Mitunter machen die es auch so, zum Beispiel diese Vodafone-Kampagne, die vor etlichen Jahren lief, wo die dann so Postkarten gebracht haben, wo irgendwelche Leute geweint haben, weil Kindergärten und so etwas geschlossen werden müssen.
weil Vodafone keine Steuern zahlt. Natürlich diese Zuspitzung auf mal wieder einen nicht-deutschen Konzern könntest du schon als fragwürdige Vereinfachung nehmen. Aber auf diesen Postkarten waren ausschließlich Frauen, die weinten drauf. Angesichts dessen, wie das Gender-Thema in der Bewegung ist, würde ich mal auch sagen, dass hier vor allen Dingen kommerzielle Gründe und ein unreflektierter Umgang mit patriarchalen Vorstellungen dazu geführt hat, dass diese Postkarten so gedruckt wurden. Also das finde ich dann immer so eher relativ schlechte Varianten, aber Attac hat auch schon relativ, die Anti-Lidl-Kampagne zum Beispiel, hat ein vergleichsweise hohes Niveau, wo es um Arbeitsbedingungen geht, wo die mit Kommunikationsskill ja gearbeitet haben, dass sie diese Werbung ausgetauscht haben, wo die Preise draufstehen mit den Produkten und jetzt stand halt drauf die Stundenlöhne der Leute und so etwas. Das hat inhaltliche Qualität, das kann man machen. Also ich bin ja selber auch an Kampagnen beteiligt. Also in diesem Gentechnikbereich begleitend zu diesen militanten Aktionen haben wir diese Seilschaftengeschichte gemacht, wer ist da mit wem verbunden. Das fand ich jetzt auch nicht niveaulos. Ne? Also wir haben uns ja nun gerade immer auch eine Kritik an dieser Orientierung auf Monsanto gebracht und haben alle deutschen Firmen bis ins Kleinste auseinandergenommen, wer ist mit welcher Behörde verflochten oder jetzt im Moment diese Nulltarif-Verkehrswende-Aktionen, die wir da machen. Wo wir im Übrigen immer dazu machen, ich war ja letztens ganz begeistert, als RTL diesen Film über uns gemacht hat und mein Satz, den sie da aufgenommen haben, das ist alles nur eine Vorstufe dazu, bis die Produktionsmittel in der Hand der Menschen sind. Deshalb ist unsere Forderung der Nulltarif, das heißt, wenn schon der Staat da ist, also solange die Produktionsmittel noch nicht den Menschen direkt gehören, was meine eigentliche utopische Forderung ist, solange soll der Staat das von vornherein alles bezahlen und alle sollen fahren können. Also das ist in dem Film heute Abend nicht drin, aber RTL hat den Satz ausgestrahlt. Ne? Also das finde ich zum Beispiel bei den Kampagnen auch immer eine Qualität, wenn wir eben nicht reduziert auftreten, sondern sagen, das kann nur ein kleiner Schritt sein, den wir aber wollen, aber eigentlich wollen wir. So, dann bringen wir zum Beispiel auch Qualität rein. Die Frage der Finanzierung ist gar nicht relevant, weil so gut wie nichts, was wir tun, Geld kostet. Also erstmal materiell ist in dieser Gesellschaft ganz viel ohne Geld zu machen, weil diese Gesellschaft so bescheuert organisiert ist, dass so viel überall abfällt, dass du das nur geschickt organisieren musst. Zum Zweiten, von den Aktionsformen geht das ja schon. Also beim Gentechnikwiderstand war es ja auch nicht so, dass wir ein Mauerblümchen sind. Oder denke an den Braunkohlewiderstand. Der ist ja nicht erfunden worden, als das erste Mal 1200 Leute da reinmarschiert sind und mit solchen Logos, mit denen sich heute auch was machen lässt, wie Ende Gelände oder sonst was, halt große Mobilisierungen möglich sind. Sondern ich finde ja immer, die Frage ist, wie kommt man zu diesem Punkt hin? Und das waren zwischen 2011 und 2014 eher so 20 bis 30 Leute, die in Hambacher Forst gesetzt haben, Kohlezugblockade. Da war ich ja auch mit dabei in diesen Kreisen, die das in Gang bringen, bis uns dann unser eigener Erfolg hinwegspült. Dann steigen die großen Player ein, weil jetzt lässt sich Geld machen. Und die drücken uns dann auch raus. Also in Hambacher Forst kann man im Moment nicht wegdrücken, das schafft RWE nicht mal so richtig. Aber bei der ersten Ende-Gelände-Aktion hatte Kampack schon dafür gesorgt, dass Hambacher Forst-Leute auf den Demos nicht auftreten dürfen. Das machen die sofort. Weil die drücken das dann immer raus und versuchen das selber zu übernehmen, wollen aber diese radikalen Elemente nicht mehr drin haben, weil die ja so staatsnah arbeiten. Siehe, wer das bei G20 verfolgt hat, dass der Kampack das wirklich geschafft hat, nach dieser G20-Auseinandersetzung mit Hamburg, deren die Qualität der Militanz, will ich da jetzt so als Action-Aktivist nicht gerade besonders hoch bewerten. Da würde ich auch so sagen, die hätten mal vorher ein Aktionstraining machen sollen. Also so der Knaller war es nun irgendwie überwiegend auch nicht. Aber Kampack hat wirklich am Tag danach eine Presseinfo rausgehauen und hat angekündigt, dass sie nie wieder mit so Leuten zusammenarbeiten werden, die nicht vorher ganz klar sagen, dass sie 100% und friedlich und sonst wie was und haben ja auch quasi diese Demo organisiert eine Woche vorher, was ja auch eine organisierte Schwächung der Bewegung gewesen ist. So arbeiten die dann halt. Meines Erachtens, das ist ein Konzern. Die wollen Geld machen. Die wählen ihre Themen danach aus. Und das schließt nicht aus, dass die auch mal in der Sache was Gutes erreichen. Das ist ja nicht verboten, aber es ist nicht das entscheidende Motiv. Also ich bin aber jetzt auch an dem ersten Punkt am Ende, ne, also so die Binnenstrukturen, würde als zweites nochmal auf diesen Wandel der Inhalte eingehen, wobei das natürlich ein bisschen überlappt, ist ja klar, denn wenn ich jetzt darüber geredet habe, dass die Inhalte setzen, um möglichst viel Spenden einzunehmen, habe ich ja bereits eine Aussage zu den Inhalten gemacht. Das würde jetzt nicht im Vordergrund stehen, sondern es gibt tatsächlich einen ideologischen Wandel in der Umweltbewegung, der sich über die gesamte Geschichte nachvollziehen lässt. Die Umweltverbände oder die gesamte Umweltbewegung, das sind ja nicht nur Verbände, beginnt ja, wenn Mensch von einer Geschichtsschreibung ausgehen will, denn mit Sicherheit hat es auch schon mal im 15. Jahrhundert irgendwelche Leute gegeben, die irgendeinem Wald hergetrauert haben, der da niedergemäht wurde für die Produktion irgendwelcher erster Kriegsschiffflotten. Aber so richtig greifbar wird sie am Ende des 19. Jahrhunderts und
speist sich dann vor allen Dingen aus verschiedenen Quellen, eigentlich so aus drei. Das eine ist das, was dann später das Spektrum des heutigen Naturschutzbundes sein sollte. Das sind Leute eher so aus dem Umfeld von Großindustrie, vielleicht auch Adel, die so in ihrer Freizeit sich um Vögel kümmern. Besonders auffällig stark vertreten industriellen Gattinnen. Dann gibt es einen zweiten Strang, der zunächst nur in Bayern stattfindet. Und zwar ist das die entstehende staatliche Naturschutz- und Forstverwaltung und Jagdverwaltung und so etwas, die mit anderen Behörden konkurrieren, die durch Industrieansiedlung, Straßenbau oder sonst was ihnen den Platz irgendwie streitig machen. Jetzt gründen diese Leute dort einen eigenen Lobbyverband. Das ist der BN, den es auch heute noch gibt, der Bayerische Landesverband des BUND ist. Viel später erst wird sich der BUND bundesweit ausdehnen. Also Förster und Jäger, also extrem staatsnahe Leute, die das auch definitiv nicht als staatskritisches Projekt gegründet haben, sondern als eigene Unterstützungsverband für ihren Teil der staatlichen Verwaltung. So wie die Autolobby dann ja auch entstehende eigene Lobbyverbände hat. Und dann gibt es eine weitere Strömung und die ist jetzt etwas emanzipatorischer. Das ist so das, was aus der FKK, Reform, Wandervogelbewegung, bündische Jugenden oder so etwas, wo dieser Ökologiegedanke und Entfremdung auch eine Rolle spielt, was so eher aus den Arbeiterbewegungen Umfeld kommt, aus denen später Verbände wie die Naturfreunde zum Beispiel entstehen werden. Dann gibt es diesen Bruch von 1933 und dort werden diese emanzipatorischeren Teile alle zerschlagen. Der andere Teil der Umweltverbände ist den Nazis allerdings so staatsgläubig genug, dass sie gar nicht sich gemüßigt sehen, die aufzulösen, sondern eine Gleichschaltung auf diese zu machen. Also der Reichsbund für Vogelschutz bleibt übrig als einziger Verband, auf den alles andere gleichgeschaltet wird. Und deshalb feiern die bis 1976 in ihren Chronologien als Hochphase ab, weil sie da besonders viele Mitglieder hatten, was nicht besonders überraschend ist, wenn alle anderen dazu eintreten mussten, vor allem wenn sie nicht gleich liquidiert wurden, weil sie in der falschen Strömung zu waren. Es gibt eine Menge von Schriften, wo aus diesen beiden Teilen, also BN und dem damaligen Bund für Vogelschutz, hieß er bis 33, dann Reichsbund für Vogelschutz, danach 45 dann Deutscher Bund für Vogelschutz und dann irgendwann Naturschutzbund, gibt es eine Menge von Schriften, wo die das abgefeiert haben, dass die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Die Nationalsozialisten werden die erste funktionierende Naturschutzverwaltung schaffen. Sie werden auch bestimmte unglaublich ökologische Erfindungen machen, wie zum Beispiel den landschaftsgerechten Autobahnbau. Also man sollte auf jedem Kilometer der deutschen Autobahn die überlegene deutsche Kulturlandschaft erleben. Auch der Ostvernichtungsfeldzug ist geprägt gewesen von begleitenden Ökologievorstellungen, weil ja polnische und russische Bauern und Bäuerinnen Untermenschen waren und deshalb die Landschaft nicht in eine brauchbare Form bringen sollte. Also die überlegene deutsche Kulturlandschaft, da gibt es eine Menge von Schriften und die sind teilweise auch mit einem ökologischen Subtext, also diesen Begriff gab es das vielleicht noch nicht, aber da haben also Naturschützer immer daran mitgewirkt, was nach der Vernichtung der osteuropäischen Bevölkerung dort an überlegenen deutsche Kultur hineingebracht werden sollte. Und da haben Naturschützer immer eine Rolle mitgespielt. Es gab einen Reichslandschaftswart, der auch nach 1945 für lange Zeit ein Spitzenfunktionär in der Naturschutzverwaltung in Deutschland geblieben ist. Das Reichsnaturschutzgesetz, was von den Nazis geschaffen wurde, das erste Naturschutzgesetz flächendeckend für Deutschland, hat auch bis 1976 unverändert gegolten. Also das war schon sehr modern, was die dort gemacht haben, für eine, wie ich finde, extrem unmoderne Umweltbewegung, die das überwiegend alles abgefeiert hat. Und im Prinzip hat sich daran auch wenig geändert. Es kommt dann ja in den 70ern in Deutschland als Nachspiel der befreienden Debatten der 68ern zu der Entstehung der Bürgerinitiativszenerie, Friedens- und Umweltbewegungen. Leute beginnen sich irgendwo zu wehren, nachdem sie bemerkt haben, dass es noch was anderes als Kapitalismus, Wirtschaftswunder und Renazifizierung gibt. Es entsteht ein relativ großes Protestpotenzial. Das muss man sich wirklich so als Hunderttausende von Gruppen, das war einfach riesig. Und jetzt entwickeln sich daraus diese anderen Strategien. Es gründen sich die Grünen und bundesweit der BUND, die einen großen Teil dieser BIs für sich einsammeln und damit ein bisschen kanalisieren. Aber zu dieser Zeit sind die immer noch relativ staatsnah. Also die Naturschutzkonzeptionen, die da gefahren werden, sind immer noch auf autoritären Staat aus. Also Verbotsschilder, die fordern permanent irgendwelche härteren Gesetze. Die Pädagogik zum Beispiel, die Debatte um die Umweltbewegung, total interessant. Ich war damals ja in der Jugendumweltbewegung, die haben mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was die für einen Scheiß dort forderten. Es gab ja solche Sätze wie Antipädagogik schon und Reformpädagogik. Sogar im bürgerlichen Lager wurde das ja durchaus mit unterstützt. Die Ökos wollten Trichterpädagogik. Die wollten Schulfächer, die Ökologie heißen, Hausarbeiten, die benotet werden zu Ökologiefragen, und wir als Jugendliche haben gedacht, also wenn wir irgendwie wollen, dass alle uns am Ende hassen, dann machen wir ein Schulfach mit Noten Umweltschutz.
Aber das war denen als völlig egal, das sollte alles von oben gehen. Es kamen dann so Konzeptionen wie Grünhelme, also so im Vergleich von Blauhelmen, UNO-Kampftruppen, die in Länder einmarschieren, die das Klima nicht richtig schützen und sowas. Also unglaublich staatsautoritär. Und das wandelte sich in den 90er Jahren im Zuge einer gesellschaftlichen Wandlung, die insgesamt stattfand. Also das, was man das Zeitalter des Neoliberalismus, There's No Alternative, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, die das so eingebracht haben, dass eigentlich alles privatisiert werden muss. Und in dieser Zeit wechselte die Umweltbewegung auch ihre inhaltlichen Konzeptionen auf marktförmige Geschichten. Das heißt, immer mehr verschwanden diese Verbotsideen. Symbolisch zum Beispiel ganz gut zu sehen, Anfang der 90er hatte Hubert Weinzierl, der langjährige Bundesvorsitzende des BUND und Landesvorsitzende des BN und dann noch ewig lange Vorsitzender des Deutschen Naturschutzrings, der war noch so ein altes konservatives Ding. Der hatte zum Beispiel mal mit Angela Merkel zusammen eine Presseinfo gemacht, als sie noch Oppositionsführerin war. Und da wird er zitiert mit dem Satz, Naturschutz ist angewandter Patriotismus. Der wichtigste deutsche Umweltschutzfunktionär haut solche Sätze raus. Das ist die Denke an damals. Und jetzt wandelte sich das. Und Hubert Weinzierl hörte auch an B.O.N.D. Es gab eine Kampfkandidatur von zwei, die gerne Nachfolger oder Nachfolgerin werden wollten. Staatsnahe, aber industriefern. Hubert Weiger, der es heute übrigens ist. Aber er verlor gegen die SPD-lerin und Anhängerin der ökologischen Marktwirtschaft, Angelika Zart. Und das ist so ein deutlicher Hinweis auf diesen Wandel, der sich insgesamt durchsetzte, dass die Umweltbewegung der Auffassung kam, unser eigentlicher Partner sind unsere bisherigen Feinde, nämlich die Konzerne und der Kapitalismus. Und das Erste, wo man es gut sehen konnte, ist ein Ereignis gewesen, was auch heute noch als eine Sternstunde der Ökologiebewegung immer benannt wird. Also ich bin der Auffassung, dass es die Begräbniszeremonie einer noch irgendwie ernstzunehmenden Umweltbewegung war. Das ist im Jahr 1992 die Umweltkonferenz von Rio de Janeiro gewesen. Also es wird alle 10 Jahre noch abgefeiert, Rio plus 10, Rio plus 20. In lauter Schrift werdet ihr finden, der Geist von Rio. Man muss sich ja vorstellen, dass George Bush, Helmut Kohl und so da gesessen haben und über dieses Dokument abgestimmt haben, sodass schon von daher fragwürdig ist, wie da so etwas Ultratolles herausgekommen sein kann. Und ich will doch mal, also dieses Dokument, die Agenda 21, auf die sich eigentlich die gesamte dann folgende Nachhaltigkeitsdebatte, der Begriff Umweltschutz wird ja ausgetauscht durch nachhaltig und es verliert alles immer mehr an Boden, an inhaltlicher Substanz und wird mehr so eine Klamotte, die sich im Markt abspielt. Es gibt immer noch diese Agenda 21-Gruppen. Ich würde ja mal, um diese Menschen zu schützen, die da idealistisch, aber auch naiv solche Sachen machen, Agenda 21, behaupte, die haben alle die Agenda 21 nicht gelesen. Das ist zwar jetzt auch nicht besonders hochkarätig, eine Agenda 21-Arbeit zu machen und nicht zu wissen, was das ist, aber ich würde auch den meisten Christen nicht unbedingt unterstellen, dass sie die Bibel lesen. Allerdings würde ich das in beiden Fällen empfehlen, das zu tun, weil das eine sehr heilsame Wirkung haben kann. Die Agenda 21 ist enorm lang, so ähnlich wie bei der Bibel der Fall ist. Und sie hat verschiedenste Kapitel und ich lese jetzt nur einzelne Passagen vor, aber ich glaube, die sind schon so eindeutig. Da ist zum Beispiel so ein Kapitel unter der Überschrift Globalisierung und da stehen so Sätze drin. Aus diesem Grund soll die Liberalisierung des Handels auf globaler Grundlage und unter Einbeziehung aller Wirtschaftssektoren erfolgen. Also wenn wir heute gegen das internationale Dienstleistungsabkommen kämpfen, dann wissen wir, in der Agenda wurde das schon gefordert, unter Einbeziehung aller Wirtschaftssektoren, da steht das schon. Das ist der Geist von Rio. Das sind dann heute PISA, TTIP und sonst was. Oder wichtigstes Ziel wäre die Vereinfachung oder Beseitigung der Beschränkungen, Vorschriften und Formalitäten, welche in vielen Entwicklungsländern die Gründung und Führung von Unternehmen erschweren, verteuern oder verzögern. Das ist der Geist von Rio. Ein Kapitel ist da der Gentechnik gewidmet. Als innovativer, wissensintensiver Forschungsbereich bietet sie eine Vielzahl nützlicher Verfahrenstechnologien für von manchen vorgenommene Veränderungen der DNS oder des genetischen Materials in Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, deren Ergebnis überaus nützliche Produkte und Technologien sind. Also der Gang der Dinge war eher so, dass wenn man sich die Zeitungsartikel von damals durchliest, dann wird von einem Fehlschlag geredet. Ein Fehlschlag ist sogar ein Zitat, glaube ich, von Greenpeace damals. Es kam dann dazu, dass ungefähr Mitte der 90er mit extremen Fördermitteln ein kompletter Umbau der Umweltverwaltung auf Agenda 21, also die Umweltbeauftragten wurden gestrichen, es wurden Agenda 21 Büros von den Städten eingerichtet und es gab tatsächlich in etlichen Bundesländern Beschlüsse, dass die Umweltverbände nur noch Zuschüsse kriegen, wenn sie ihre Projekte unter Agenda 21 stellen. Es war ein einziger Korrumpierungsfaktor, dass alles unter Agenda 21 gestellt wurde und jetzt
ab ungefähr 1995 tauchen diese Schriften auf, in denen die Umweltverbände dann, gefördert von der Landeshauptstadt Dresden und so, reinschreiben, Sternstunde. Also eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Die wussten 92 schon. Dass sich steigert, will ich noch ein bisschen mehr zitieren, Atommüll, die Staaten sollen gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den einschlägigen internationalen Organisationen eine sichere Zwischenlagerung, Beförderung und Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie zur Endlagerung vorgesehener abgeklungener Strahlungsquellen und abgebrannter Kernelemente aus Kernreaktoren in allen Ländern, insbesondere aber in den Entwicklungsländern, durch Erleichterung des Transfers einschlägiger Technologien an diese Länder oder, jetzt kommt der Hammer, oder durch Rückgabe der Strahlungsquellen an den Lieferanten nach beendetem Gebrauch. Oder? Ja, das kann es auch wirtschaftlich. Also, ja. Jetzt kommt der schlimmste Satz, dann höre ich auch auf. Es gibt dort ein Kapitel indigene Bevölkerungsgruppen. Also ich möchte darauf hinweisen, dass ich diese Begrifflichkeit hier nur zitiere. Und jetzt wird über die auch nachgedacht. Ich meine, schön, dass Sie wissen, dass es sie gibt, noch gibt. Ihre bezieht sich also auf indigene Bevölkerungsgruppen. Das schreiben jetzt also Helmut Kohl und George Bush und diese Leute. Ihre Fähigkeit zur uneingeschränkten Mitwirkung an einem auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Umgang mit ihrem Land hat sich aufgrund wirtschaftlicher, sozialer und historischer Faktoren bisher als begrenzt erwiesen. Also ausgerechnet die sind zu blöd. Also das ist ein imperialistisches Kampfpapier, um Hochtechnologie aus den Industrienationen an verblödete indigene Bevölkerungsgruppen zu verkaufen. Und auf der Basis von einer solchen Entinhaltlichung läuft jetzt also diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte. Es wird dann irgendwann mal, ihr kennt vielleicht diese Nachhaltigkeit, die sind ja teilweise ein bisschen neuer noch, diese tollen Nachhaltigkeitsdreiecke, es soll eine Gleichberechtigung zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialen geben. Also vor 1992 hätte nicht mal die FDP gewagt zu sagen, dass der Erhalt der Umwelt nur genauso wichtig ist wie Renditen. Also natürlich haben sie das politisch umgesetzt, aber gesagt hätten die das nie. Alle haben immer Vorrang der Ökologie geheuchelt. Jetzt durch die Umweltbewegung, diese kaputte Nachhaltigkeitsgeschichte, die schön marktangepasst aufbereitet wurde, ist es nur noch gleichberechtigt. Und das wird als Fortschritt verkauft. Und kaum jemand merkt, also die mir das heute erzählen, die glauben sich das, dass das also ein Fortschritt ist. Und sage ich ihnen immer, wie war das denn vorher? Und dann können sie sich immer noch erinnern. Und eigentlich hast du recht, sagen die dann. Man kommt doch nicht selber drauf. Also wie verarschen wir uns denn eigentlich ständig selber? Ja, kein Problem, aber ich bleibe da bei meiner Auffassung. Ich weiß ja, wie es vorher war und ich weiß, dass die 90er Jahre das Thema Umwelt auch getötet haben. Es war vorher tatsächlich das prägende gesellschaftliche Thema und es war dann durch die 90er Jahre vollkommen raus. Nachhaltigkeit ist ja nicht in der Wissenschaft angekommen, sondern es wurde da noch unter Fördermitteln halt weiter betrieben als eine uninteressante politische Sparte. Es gab einen riesen Rollback meines Erachtens. Es gab diese Beschleunigungsgesetze, die Bürgerbeteiligung wurde zurückgefahren, die in den 70er Jahren erkämpft worden ist und so weiter und so fort. Ich empfinde das als dramatischen Rückschritt und um was wir heute kämpfen, dass wir solche Earth Hours machen, wo wir das Licht ausschalten irgendeinen Abend und damit die Welt retten, das sind die primitiven Formeln einer Umweltbewegung, die ungefähr vergleichbar sind mit den ersten Flügelschlägen 73 oder 74. Und da waren wir in den 80er Jahren einfach so viel weiter und das ist alles zerschlagen worden durch die Durchkommerzialisierung der Umweltbewegung. Das ist meine Behauptung, aber muss ich natürlich nicht teilen. Ich könnte eine ganze Menge von Beispielen benennen, wie sich das praktisch politisch ausgewirkt hat, dass jetzt marktwirtschaftliche Instrumente genutzt wurden und nicht mehr staatliche Autorität, wobei ich ja beide nicht sonderlich sinnvoll finde. Man könnte das an der Energiewende aufzeigen, wie aus anfänglich Bürgerinnen, Windanlagen oder ähnliches heute ein gigantischer Industriezweig geworden ist. Natürlich freue ich mich über jedes abgeschaltete Kohlekraftwerk und stattdessen eine Windkraftanlage. Aber über Energiesparen wird nicht mehr geredet, weil auch die Windkraftanlagenbetreiber möglichst viel Stromverbrauch haben wollen, weil es nur noch um Rendite geht. Wer heute irgendwelche Prospekte rumliegen sieht, dass ihr euer Geld in Windkraftanlagen, der muss die schon dreimal lesen. Auf den meisten steht das Wort Klimaschutz oder Umweltschutz gar nicht mehr drauf, aber 6,7% auf dem Titel oder ähnlich.
Das ist einfach eine ganz normale Branche geworden. Ist auch super interessant, wenn man mal hinter die Kulissen gucken kann. Gerade bei der Gentechnik-Geschichte, da kannte ich relativ viele Leute und da war ich auch mal auf irgendwelchen komischen Treffen, wo dann hinterher noch eine Weinrunde da stattfand, wo man sich dann, und wie geht's der Frau, sind ja meistens dann auch immer Männer, und den Kindern, und dann sitzen die da so zusammen, Leute vom Ministerium, Leute von den Biolandverbänden, und wird so gekungelt, wie das Geld hin und her geschoben wird. Und ich denke mir, also das kann auch nicht schlechter sein in den anderen Zusammenhängen. Das ist einfach eine ganz normale Branche geworden, wo es um Profite geht, wo hin und her geschoben wird, wo gelogen wird bis zum Abwinken, wo diese Kommerzialisierung, man könnte dieses Beispiel mit diesen Food Corps, finde ich auch immer ziemlich interessant, so in der Anfangszeit der Bio-Lebensmittelgeschichten gab es diese Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften, die es in Einzelfällen ja auch sogar noch als modernere Variante gibt, eine der größten, wenn nicht die größte, war traditionell immer in Dresden. So fing das auch mal an. Und die haben die ersten Bioläden in Gang gebracht, dann sind ganz viele Leute hingegangen, haben ihre Geld dahin gebracht und dann haben die über ihre Bundesverbände erstmal die Food Corps kalt gemacht, also richtig kalt gemacht alle, damit die als Konkurrenten ausscheiden. Und die Leute kaufen dann mehr in Bioläden ein, wenn die das nicht mehr selbst organisiert machen. Also permanent immer wieder diese Kommerzialisierung von dem allen. Also ich könnte noch eine ganze Menge Beispiele da nennen. Ich will mal ein Zitat vorlesen. Geld war ja irgendwann dann auch was Gutes, ne? Aus 2006, 5 Jahre nach dem Beginn der großen Klimadebatte, haben wir dann zum Beispiel einen Werberundbrief, da könnte man auch ganz viele zitieren. Da wird dir dann gesagt, wo kann man denn jetzt noch Geld anlegen? Wo gibt es denn noch Rendite? Und jetzt steht hier, es gibt sie, die Wachstumsbranchen in Deutschland. Wirtschaftszweige wie Photovoltaik, Bioenergie und Naturkost weisen jährliche Wachstumsraten von über 20% auf. Hier die richtigen Unternehmen zu finden, ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Umweltaktiendepot Deutschland nutzt erfolgreich die Chancen, junge Unternehmen aus diesen Wachstumsbranchen zu investieren. Erfolg drückt sich am besten in Zahlen aus. Seit der Gründung im Oktober 1999 verzeichnet der Umweltaktiendepot Deutschland einen Wertzuwachs von 155,69%. Also da steckt jetzt auch nicht mehr eine Erfolgsbilanz in Sachen Öko so drin. Überschrift Heinrich-Böll-Stiftung, Wirtschaftswachstum muss nicht klimaschädlich sein. Das sind Positionen, die in den 80er Jahren so in der Umweltbewegung nicht vorhanden waren. Und am besten, finde ich, kann man das an der Klimaschutzpolitik machen. Das ist ja eine relativ moderne Politik. Und der ist der erste Bereich meines Erachtens gewesen, der vollständig marktliberal umgesetzt wurde. Also wer sich ein bisschen mit dem Kyoto-Protokoll auskennt, was ja 2001 von seinen Bedingungen in Bonn dann konkretisiert wurde, 1997 in Kyoto beschlossen, deshalb heißt es so, basierend auf dem Arbeitsauftrag der Konferenz von Rio, die gesagt hat, es soll dann ein Klimaabkommen geben. Das war dann in Kyoto 1997. Und 2001 gab es dann die Ausführungsbedingungen. Und das zentrale Element des Klimaschutzes sind Zertifikate. Die Luft ist bis dahin eines der wenigen Umweltgüter gewesen, was weltweit noch niemand gehörte. Also tatsächlich gehört auch diese Luft hier, die ich jetzt hier gerade so versuche einzufangen, im Moment noch niemand. Das heißt, ich würde sie nehmen, rausbringen und würde keinen Diebstahl begehen. Das ist nur noch mit ganz wenigen solchen Umweltgütern so. In manchen Ländern des globalen Südens ist das auch mit Boden und Wasser noch so. Das ist ja einer der Gründe, warum dort die lokalen Strukturen zerstört werden, weil erst dann, wenn das Eigentum ist, lässt es sich in Profit umsetzen. Deshalb wird den Leuten das einfach alles so weggenommen. Sie haben ja keine Besitzurkunde, deshalb kann man ihnen das wegnehmen. Dann sagen sie manchmal, aber wir haben hier doch, das ist ja unser Mais. Halt die Klappe oder schieße. Oder wie das dann auch immer politisch umgesetzt wird, dann wird es vergeben an irgendeinem Konzern. Also werden Umweltgüter in Eigentum überführt. Das Leben ist auch ein ganz großer Bereich, der noch nicht dem Eigentum unterworfen ist. Das ist ja der eigentliche Sinn der Gentechnik gewesen, dass dann Patentierungen auf Leben möglich sind. Das, was sie erzählt haben, das wussten die selber, kann man in deren Schriften nachsitzen, dass das nicht erreichbar ist über Gentechnik. Sondern die wollten die Patente auf einen Bereich haben, nämlich auf das Leben, auf Lebewesen. Bisher sind Zauneidechsen auch noch niemands Besitz. Das ist auch ein Bereich, wo sie dachten, neue Profitraten. So, und mit der Luft kann man das jetzt natürlich nicht so machen. Man kann die ja jetzt nicht in Kartons überall hinstellen und verkaufen. Und deshalb haben sie da den Dreh gefunden, dass die Benutzung der Luft nur noch gegen Geld möglich ist. Und dafür kriegst du Zertifikate. Und das ist diese zentrale Idee des Kyoto-Protokolls gewesen. Und das hat bemerkenswerte Folgen. In dem Moment, wo der Umgang mit Luft privatisiert wird, ist es auch akkumulierbar. Man kann die Dinge kaufen und verkaufen. Man kam auch zu der interessanten Idee, das Jahr 1990 als Basis nehmen, damit Europa noch richtig gut reinhauen kann. Und jeder bekommt so viele Zertifikate geschenkt, wie er bis dahin an Umwelt zerstört hat. Also je dreckiger du warst, desto besser für dich. Dann bekamst du ganz viele Zertifikate. Das war für die Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen lässig, 1990 zu nehmen, weil dann die zusammenbrechende Ostindustrie leicht in Westindustrien zusortiert werden konnte als Zertifikate. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft, die Klimaziele einzuhalten. Das sagt etwas darüber aus, über die realen Politiken hier.
Aber wenn man sich das so durchdenkt, was diese marktwirtschaftlichen Sachen alle so bringen, man könnte jetzt zum Beispiel, Deutschland ist ein Kyoto-Land und Griechenland auch. Jetzt könnte die deutsche Bundesregierung auch dahin gehen und sagen, ja, Griechenland, also die haben ja ganz viel Schulden bei der Bundesrepublik, weil sie immer Industriegüter und Panzer kaufen mussten aus Deutschland. Also den Menschen hat das da wenig geholfen. Das Geld, was Griechenland fehlt, ist fast alles nach Deutschland geflossen. Also haben die jetzt ganz viel zu tilgen, weil das fließt, weil die immer Sachen hier einkaufen mussten. Jetzt könnte Deutschland sagen, also ihr kriegt eure Schulden erlassen, wenn wir als Gegenleistung eure Klimazertifikate haben. Und dann haben wir eine interessante Situation, nämlich eine verrechtlichte Zweiteilung der Welt. Jetzt kann Deutschland sogar vom Internationalen Gerichtshof einklagen, dass Griechenland auf Dauer in Deutschland Industrieprodukte kaufen muss, weil sie selber die gar nicht mehr herstellen dürfen. Das haben sie bislang noch nicht gemacht, aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, was Vermarktwirtschaftlichung von politischen Fragen so alles so nach sich zieht. Dieses Kyoto-Protokoll wurde extrem verteidigt von den Umweltverbänden selber. Also ich war 2011 in Bonn und wir haben aus so ökoanarchistischen Zusammenhängen, vor allen Dingen aus Holland und Großbritannien und ein paar Deutschen, dort Proteste dagegen gemacht. Die Bundjugend hatte dort ein Rettungsboot für Kyoto gebaut, so ein Riesending. Also die wollten genau diese Zertifikate haben und auch von den anderen Verbänden könnte ich jede Menge Zeugs vorlesen, wie enthusiastisch sie genau für das gekämpft haben. Also diese Klimapolitik macht deutlich, an welchem Punkt wir jetzt angekommen sind und was das bedeutet, dass eine Umweltbewegung sich als Akteur mit marktwirtschaftlichen Ideen und als quasi Beratungsinstitut in kapitalistischer Umsetzung oder sowas bewegt. Als letztes vielleicht noch ganz aktuell die Nulltarifdebatte. Finde ich eine sehr interessante verkehrspolitische Idee. Fahrradstraßen, Nulltarif sind die beiden wirksamsten Elemente. Sie verschieben beide ungefähr 40% des Verkehrsaufkommens. Das heißt, eine Stadt, die ein dichtes Netz von reinen Fahrradstraßen hat und einen Nulltarif, verlagert ungefähr 80% des Verkehrs auf Fahrrad und ÖPNV. Das ist für die Autoindustrie natürlich nicht wirklich cool. Und jetzt war ziemlich interessant, als diese komische Nulltarifdebatte aufkam. Das war ja irgendwie so im Februar, als dieser verunglückte Beruhigungsbrief der Bundesregierung an diese EU da so rausging und die 5 Nulltarifstädte vorgeschlagen hatten, mit denen sicherlich vorher abgeklärt war, dass die alle nicht wollten, weil das war ja nur ein Brief, der die EU hinhalten sollte. Aber es passierte etwas, was, glaube ich, ein PR-Gau war, nämlich, dass dieser Stichwort Nulltarif total reinkrachte und ganz viele spannend fanden. Es bewerben sich da CSU-Städte oder so etwas drum. Also es ist total gestreut. Aber eine einzige Gruppe in dieser Gesellschaft steht unglaublich stramm und einheitlich gegen den Nulltarif. Die Umweltverbände und die Grünen. Die haben sofort gesagt, auf keinen Fall, wir wollen E-Mobilität, wir wollen Umrüstung der Dieselautos. Das sind die letzten Steigbügelhalter des Wirtschaftswachstums. Also ich meine, wer profitiert denn von der ganzen Umrüstung der Motoren? Die Autoindustrie. Wer profitiert von diesem Zwang, wenn wir zum Beispiel überall Plaketten einfügen? Wenn in Dresden, ich weiß ja nicht, wie es hier ist, noch mehr Plaketten eingeführt werden, ist das ein Zwang für Leute, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren wollen. Sie müssen aufrüsten oder sich neue Autos kaufen. Teure Autos. Denn diese Plaketten sind ja nicht bei den sparsamen Autos, sondern bei den teuren Autos, weil da auch noch die entsprechenden Filtertechniken sind. Das heißt, nur noch die Leute, die sich teure neue Autos leisten können oder Aufrüstung, können dann in die Dresdner Innenstadt fahren. Das nennt man Gentrifizierung. Aber die bezeichnen das als Umweltschutz. Und pöbeln gegen den Nulltarif. Ich finde das faszinierend. Die sind nichts anderes als selber Konzerne inzwischen und Player in einem weiteren Vorantreiben eines jetzt grün angestrichenen Wirtschaftswachstums. Ich gebe zu, das ist leicht vereinfacht, aber eine Tendenz meines Erachtens richtig und entsprechend die doppelte Teuflichkeit der Umweltverbände. Also natürlich ist klar, dass diese Veranstaltung vornherein eine Themensetzung hatte, bei der im Erfolgsfalle, also wenn ich darüber nachdenke, meines Vortrags, Desillusionierung auftritt. Aber keine Antwort auf die Frage, ja, was denn dann? Das gibt die Themensetzung aber auch nicht her. Es ist vollkommen klar, dass bei denen, die mit meiner Meinung nicht übereinstimmen und sich sagen, boah, der hat sauber klar dargestellt, dass alles jetzt marktförmig ist und so, das ist ja total super, nicht? Also kann ja sein, dass hier alles FDPler sitzen oder Alpha-Leute oder sowas, die denken sowas ja.
Also nehme ich jetzt nicht an, aber könnte ja sein. Also in Erfolgsweise diese Unbefriedigung jetzt natürlich notwendigerweise auftritt. Jetzt ist natürlich auch das Problem, dass dieser Vortrag einen Tag nach dem Direct Action Training in Leipzig liegt. Sonst hätte ich jetzt allzu eine Einladung ausgesprochen, von was ich jetzt eher einen Wandel erhoffen würde. Bei der Gentechnik habe ich das ein bisschen angedeutet. Ich finde es eher schwierig, also ich kenne ja dann schon viele kommunistische Strömungen, die sagen, es lohnt sich gar nicht, im Hier und Jetzt zu kämpfen. Du brauchst mal die Revolution. Und ich dann immer so, und die meint ihr mit Rotwein trinken jetzt wirklich herbeiführen zu können oder wie? Also das überzeugt mich wirklich gar nicht. Ansatzpunkte, die Menschen mitziehen, sind nur im Konkreten zu finden. Aber wichtig finde ich den Hinweis darauf, an dem Konkreten, dass dieses Problem nicht isoliert entstanden ist, sondern eine dahinterstehende Systemzwang. Wenn also jetzt die Biolandbewegung Landgrabbing in Afrika aufmacht, dann ist das kapitalistisch erklärbar gewesen. Das war erwartbar. Aber die machen das nicht, weil sie böse sind und weil sie hungernde Kinder mögen. Also die haben da keinen Vertrag mit Brot für die Welt, damit die auch was vom Spendenkuchen abkriegen. Und deshalb produzieren die hungernden Kinder. Sondern die meinen das gut, aber sie sind eben in diesem System zwingend drin. Insofern müssen unsere Projekte, glaube ich, erstmal, das ist ja immer mein Plädoyer, sich unabhängig organisieren, um nicht auch in diese Falle zu tappen, mit unseren Projekten Geld machen zu müssen. Sie müssen auf andere Karten setzen als auf die Mechanismen von Staat und Markt, sondern auf Selbstbestimmung. Im Nahrungsmittelbereich gibt es dieses Beispiel schon, wobei die sich leider auch inzwischen anfangen zu kommerzialisieren. Ja, aber es ist wesentlich überzeugender, so ein Modell wie solidarische Landwirtschaft, weil hier sind wir plötzlich an den Produktionsmitteln dran. Energienetze in Bürgerinnenhand, also so wie die Schönauer mal gemacht haben und wie es an keiner Stelle wiederholt wurde, was sehr interessant ist, weil das ist ja nun auch schon 40 Jahre oder so her, hätte man ja auch mal machen können. Aber das hat die Umweltbewegung keinen Bock mehr drauf. Also diese beteiligungsorientierten Dinge zu machen, das finde ich so als Zwischenschritte. Und ich fordere dann schon dabei, habe ich ja eben schon erzählt, wie ich in der RTL dann gesagt habe, warum ich den Nulltarif für richtig finde und unsere Aktion des Aktionsschwarzfahrens für den Nulltarif da vorgestellt habe und dann halt den Spruch noch rausgehauen halt, das kann nur ein Zwischenschritt zu was Weitergehenden sein, weil auch das braucht einen riesenstarken Staat, der da umverteilt. Das ist nicht meine Forderung, weil grundsätzlich ist erstmal so, wir können noch 10 Earth Hours machen und das Licht immer schön ausschalten. Wenn der Staat mal einen Tornado nach Syrien schickt und der eine Bombe abwirft, ist die Umweltbilanz versaut. Also das kriegen wir nie raus. Welcher Weltideologie ich insgesamt anhänge, würde ich niemals mit solchen Containerbegriffen machen. Angesichts der Analyse dessen bin ich der Auffassung, dass tatsächlich wir durchaus auch Teilerfolge erreichen können im Hier und Jetzt, aber das, was wir langfristig brauchen, eine von Verwertungslogik, also als zentralen Baustein des Kapitalismus, und von Herrschaft, also von Staaten und so freie Gesellschaft brauchen. Andere bezeichnen mich deshalb eher als Anarchist, also als Kommunist. Der Kapitalismus ist ein System. Die Kapitalisten verschwinden ja sowieso. Es sind moderne Strategien der Konzerne, Streubesitz zu machen. Das Management führt eine Menge von Kämpfen aus gegen die Besitzer. Also wenn man jetzt bei VW Skandal guckt oder Daimler, die da jetzt gerade in der Kritik stehen, sind ja schon lange nicht mehr die Besitzer von diesen Konzernen, weil diese Konzerne haben keine richtigen Besitzer mehr und das Management, das sind Leute, die kann man entlassen. Die besitzen nicht diese Firma, bei den meisten inzwischen. Insofern ist es schon von daher verkehrt. Und wenn du mal auf so eine Aktionärsversammlung gehst, dann sind es die kleinen Arbeiter, die für die Verschlechterung ihrer eigenen Arbeitsplätze stimmen, weil die jetzt als Inhaber von 5,5 Aktien da sitzen. Das ist schon ein System, das durchzieht das gesamte Denken. Und im Prinzip ist die Chance sehr, sehr klein, dass hier im Raum eine einzige Person sitzt, die nicht jetzt schon teilweise und in absehbarer Zeit vollständig das Leben auf die eigene Verwertung und auf die Präsentation im Berufsmarkt ausrichten wird. Das ist auch in der Szene von militanten Anarchisten so. Wenn die da mal so 2 Jahre so eine Abenteuerphase zwischenschalten, es ist trotzdem relativ aussichtslos, dass sie sich wieder assimilieren lassen. Diesen Begriff lehne ich immer so ein bisschen aus der Lindenstraße für Technikfreaks, Star Trek. Und da gibt es diese Borg, die immer Widerstand ist zwecklos, ihr werdet assimiliert. So ein bisschen arbeitet der Kapitalismus ja auch. Nehmen wir die Punkbewegung, so eine, wir wollen gar nicht. Und heute gibt es die Kollektion bei H&M. Also das ist nicht verhinderbar, ne? Also das geht auch nicht zu verhindern. Es geht, sich das klar zu machen und damit umzugehen. Also angesichts dessen, wie viele Menschen ich verloren habe, die ich richtig cool fand und mit denen ich richtig gute Zeit verbracht habe, dadurch, dass sie dann irgendwann mal, das geht häufig ganz sanft los, dann hat man so ein Projektchen und denkt sich, ah, hier mache ich doch mal einen Antrag oder sowas, zuerst an AStA oder mal so einen Einzelzuschuss. Und dann merkt man, ach, es geht ja alles ganz einfach, beim nächsten Mal macht man das gleich.
Und beim dritten Mal guckt man schon, bevor man ein Projekt macht, was es denn für Förderprogramme gibt und legt seine Handlung schon nach den Förderprogrammen fest. Und irgendwann mal, um diesen zu entgehen, weil ich ja gesehen habe, dass also mein ganzes Umfeld, also auch richtig gute Leute, finde ich, dem verfallen sind, habe ich halt irgendwann mal, sicherlich auch so eine Art so einer Trotzreaktion, dass mich das genervt hat, dass ich dann irgendwann mal da so übrig blieb. Also es gab ja 50 Projektwerkstätten. Die alten aus den 90er Jahren, hier in Dresden gab es ja mal irgendwann mal eine Neugründung, die aber auch schon wieder Geschichte ist. Es gibt noch die eine einzige, nämlich die erste, in der ich auch aktiv bin. Das ist die einzige Projektwerkstatt, die noch so existiert. Und sie existiert deshalb, weil wir damals gesagt haben, darauf lassen wir uns nicht ein. Und das ganze Haus, das ist wirklich ein großes Haus mit Sabotagewerkstatt, Theaterwerkstatt, Filmstudio, Riesenbibliotheken, 40 Betten, Küchen und sowas, wird nach wie vor fast komplett geldfrei geführt. Ich lebe so gut wie geldfrei. Das so gut bezieht sich darauf, dass ich, weil ich auch eine Menge Bücher geschrieben habe, in der Künstlersozialkasse bin und über meine Tantiemen, die ich sowieso immer kriege, leistungsloses Einkommen, diesen Betrag bezahle. Das ist das Einzige, was ich an Geld ausgebe im Leben für mich. Die Projektwerkstatt ist fast geldfrei geführt und deshalb können wir uns jede Frechheit leisten. Wenn hier heute irgendetwas ist und es findet sich mal eine Gruppe von Leuten zusammen, die eine richtig gute Aktion macht, dann würde ich erstens total aufblühen, weil das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, eine Gruppe von Leuten, die was richtig Cooles durchzieht. Und ich würde das machen und hätte keine Ängste, dass ich morgen einen Arbeitsplatz verliere, weil ich hier in irgendeinem Polizeipräsidium lande. Das ist mir wichtig. Oder das hier zum Beispiel, es gab drei Leute in Deutschland, die sich mit den Seilschaften der Gentechnik beschäftigt haben. Unter anderem ich. Und ich habe ja dann dieses Buch geschrieben und diesen Vortrag immer gehalten, ist jetzt alles so ein bisschen veraltet. Also das ist eher ein Geschichtsbuch. Die meisten Firmen gibt es nicht mehr, die da drin sind. Alle niedergekämpft. Die anderen beiden haben auch gute Sachen gemacht. In diesem Buch befindet sich ein Kapitel auch, wie die Parteien so verflochten sind mit der Industrie. Und darin ist auch ein Absatz über die Grünen. Und das ist für die Grünen wenig erfreulich. Insbesondere die Regierungszeit von Renate Künast, also die hat wirklich richtig viel die Gentechnikindustrie auch unterstützt und ihre eigenen Behörden Genfelder anlegen lassen und Pflanzen entwickeln lassen. Also die ist richtig, richtig, richtig schlecht. Und aus diesem Grunde, weil dieses Kapitel da drin ist, habe ich diese beiden anderen Leute noch nie persönlich kennengelernt, weil die sich mit mir in der Öffentlichkeit nicht sehen lassen wollen, weil sie immer von den Grünen finanziert werden. Das ist jetzt im Detail nicht so entscheidend und verhindert keine Revolution, aber du erlebst im Detail den Unterschied. Und ich gehe lieber bei Rewe Containern und schreibe hier was über Renate Künast, als bei der in den Arsch zu kriechen. Das ist meine persönliche Strategie damit. Ich gebe zu, dass ich nie behaupten würde, dass es sich dabei um eine Massenstrategie handelt. Ich bin allerdings der Auffassung, wenn wir eine große Menge an Leuten gibt, die so unabhängig bleiben will, dann setzen wir auch mehr durch als den Zugang zu Supermarktcontainern. Es kommt ja darauf an, warum du guckst, wenn du ein Seminar machen willst oder so, aber wenn du deine eigenen Handlungen und Inhalte danach ausrichtest, dann ja. Natürlich kannst du taktische Sachen machen, das mache ich auch manchmal, ne? Wenn ich jetzt Kommunikationsguerilla mache und als Opel-Manager auftrete gegen den Nulltarif, dann verändere ich ja auch was an meinen Handlungen, aber ich mache es nicht, um an Geld zu kommen.